Wir zeigen hier auf der SPS IPC Drives zum ersten Mal eine Lösung, die wir in der Logistikautomation und auch als Teil der Smart Factory unseren Kunden als Gesamtlösung anbieten können. Wir haben mit verschiedenen Technologien innerhalb dieser Automated Guided Carts Lösungen realisiert, die es unseren Kunden sehr kostengünstig erlauben, Logistikautomationslösungen effizient und einfach zu realisieren. Ja, im Thema Industrie 4.0 geht es darum, wie mache ich meine Produktion effizienter? Wie bekomme ich es hin, dass meine Produktion transparent wird? Und ein AGC ist ein Teil, was dazu hilft, die Logistik zu automatisieren, die innerhalb der Produktion stattfindet. Also, wie kriege ich mein Material von Arbeitsplatz 1 nach 2 ins Lager und zurück? Und da spielen AGCs in Zukunft, beziehungsweise heute auch schon, eine große Rolle. Und jetzt geht es darum, wie mache ich die AGCs so fit, damit sie in diesem Umgebungsfeld dann wirklich aktiv sein können. Und das ist das, was wir hier versuchen darzustellen. AGCs in den unterschiedlichen Arten der Navigation zu zeigen, die alte Art, in Anführungszeichen, das Pferd am Strich, so wie man das früher gemacht hat, die Art, wie man mit magnetischen Streifen dann AGCs orientieren kann oder wie AGCs freifahren aufgrund von Barcodes, ihren Weg dann selbst suchen. Und das Letzte und das Neueste wäre dann auch, wenn sie dann frei navigierend in den Umgebungen, in denen sie sich mal angelernt wurden, dann bewegen können. Hier wird live der Roboter simuliert, wo er gerade ist. Und wir sehen hier unten, welcher Sensor gerade aktiv ist. Das heißt, es sind in dem Roboter alle drei verschiedenen Sensoren verbaut. Wir überfahren simultan verschiedene Szenarien. Hier sieht man zum Beispiel, dass gerade der Grid Localization Sensor aktiv ist, also die Rasterlokalisierung basierend auf 2D-Codes. Und wie man gerade hier sieht, wir haben auch eine einfache Antikollision verbaut, sodass drohende Kollisionen erkannt werden und vermieden werden können. Insgesamt zeigen wir dann hier auch noch die magnetische Spurführung, was jetzt gleich aktiv sein wird, und eben die optische Spurführung. Wir haben mobile Anwendungen. Wir von SICK beherrschen alle drei Spurführungstechnologien nahtlos und können so möglichst flexibel auf die Kundennutzen oder Kundenwünsche eingehen.